So, hallo an alle, willkommen zum weiteren Adventskalendertürchen. Achtung, Sound. Und heute haben wir ein recht großes, das ist aber bislang das größte, aber das toppt das Ganze. Und zwar wollen wir direkt mal reinstürzen ins Türchen. Und zwar ist das diese kleine Maschinerie. Und was macht dieses kleine Ding? Es fährt drei Bodenpistons aus. Zum Beispiel, stellt euch vor, das wäre euer Boden. Beziehungsweise, upsi. Dazu muss ich kurz die Decke anreißen. Ja, folgendes. Das ist ein Maschinchen, welches ein Pistenfloor, also zum Beispiel, stellt euch vor, das wäre euer Boden. Dann würdet ihr, ich muss jetzt eben mal hier die Decke ändern, weil hier gerade der hier meinte, es rauszustanzen. Und dadurch ist ein Batzwitch entstanden. Scheiße. Und da haben wir jetzt ein Batzwitch. Ach, jetzt hat der den Redstone Block hochgeschoben. Boah. Alles klar. Folgendes. Das könnt ihr auch als Floor Design nehmen und dann zum Beispiel die ganze Zeit ausgefahren, die Jungs hier die ganze Zeit ausgefahren lassen. Und wenn ihr zum Beispiel da hier einen Pool habt, könnt ihr ihn einfach einfahren lassen, Wasser wird drauf schwimmen und dann hättet ihr einen schönen Swimmingpool. Und wie wird es gebaut? Genauso wie man es hier sieht, das ist ein einziges Modul, aber ihr könnt es durchstacken mit einem Sea-Editor. Dazu wird auch demnächst ein Tutorial folgen. Wir nehmen uns erstmal ein Konstrukt so, also eine vier hohe Turm und davon gehen wir zwei Blöcke nach außen. Also ein Block nach außen auf beiden Seiten. Wir setzen dann in die leeren Räume, also hier drunter, hier. Da und hier eine Fackel und platzieren obendrauf noch Kolben. Hierbei musste ich die Decke einreißen, aber es ist nicht so problematisch wie dann bei euch einfach die Kolben auf die Blöcke platzieren und dann war es auch schon. Ja, wichtig, dass ihr es nicht mit einem Redstone-Block macht, ansonsten entsteht ein Bug-Switch, also eine Fremdbauung. Das ist auch der Fall bei dem RAM, was ich mir vorgestellt habe, jetzt vor ein paar Tagen. Also das hier. Weil ja der Block hier fremd bepaart wird, bepaart man auch den Kolbenkopf und der Kolbenkopf geht nicht runter. Obwohl das Signal hier in Kolben Baseplate schon raus ist, wird das hier durch diesen Repeater hier runtergeleitet, weil Blöcke leiten Strom, was